Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Angezockt-Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir mal gemeinsam in die Demo von Death Reliefs rein. Und ja, Death Reliefs ist ein Horror-Survival-Spiel, in dem wir entkommen müssen aus den Fängen eines alten Aztekengottes. Und ja, ich habe das Spiel entdeckt über Steam und fand das da recht interessant. Und ja, habe mir dann direkt mal hier die Demo runtergeladen und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal direkt rein. Let's go. Over 5 centuries ago, the magnificent city of Tenochtitlan stood proudly in Mesoamerica. At its helm was the Huey-Tatawani Montezuma II, the last of the Aztec emperors. He reigned over a city of renown for its gleaming temples that seemed to touch the sky. Built on fertile lands that thrived in abundance. The people of this city celebrated the bountiful seasons and gave thanks to the gods through daily waking up to each day filled with gratitude. They bore responsibility for maintaining balance in nature. In this spirit, they made sacrificial offerings to their gods, seeking to appease them. The Aztecs, devoted to their gods and nature, reveled in a life of plenty until one day the Spanish arrived on the shores of Mesoamerica. I heard you were amazing on the dance floor. Who told you that? James? I can't believe my baby's graduated from college. I'm not a baby anymore, Mom. You'll always be my baby. You still like playing around with your gadgets, don't you? Just like when you were little. I don't think a single gadget in our house has been spared your tinkering. Oh, is that a complaint? Remember how grateful you were after I put that alarm on your keychain? Remember? The one you kept losing? Hey, honey, are you on your way? Yeah, we're on our way home. Our little dance demon had a hard time getting off the dance floor. Mom's exaggerating again, Dad. Just ignore her. Sure she is. I hope you didn't tire yourself out showing off your dance moves. I can show you a couple of moves myself when you get back. They're pretty effective. I mean, they worked on your mom. They sure did. Well, the night's still young. Looking forward to having you back home. Okay, honey. See you at home. Oh, shit. Fuck. Oh, my God. Oh, my God. Do you think they're still alive? Stay in the car, Adrian. I'm coming as well. Adrian! Excuse me, sir. Oh! What the fuck? Mom! Behind you! Mom! Oh my God. No! No! No, this can't be happening! Open! Come on! Open! Shit! No! No! Mom! Mom! Oh mein Gott, unsere Mom wurde mitgenommen. Schnell, wir müssen den Blutspuren hier folgen. Mom? Mom! Na super, wo ist sie? Mom! Schnell, wir müssen hier lang. Da vorne.
Da ist ein altes Anwesen. So wie es aussieht. Los, schnell, dorthin. What the hell is this place? Mom! Die Blutspur geht dort nach links. Wir werden aber erstmal hier kurz rangehen an die Tür. Okay, hier kann ich aber nichts machen. Gut. Und wow, zieht euch das mal rein. Hier sind überall Knochen und so weiter. Das sieht gar nicht gut aus hier. Und das muss ich schon mal so sagen am Rande. Adrian, help me! Hang on, Mom! I'm coming! Der Anfang ist gerade richtig geil hier. Und unsere Mom, sie muss hier unten sein. Los, schnell. Wir müssen das öffnen. Boah, liegt sie hier oder hängt sie hier? Ich hoffe nicht. Nee. Also das wäre ja furchtbar. Oder ist sie das doch? Nee, das ist sie nicht. Ich glaube, er hätte den Schock seines Lebens bekommen. Aber könnte man ihm auch nicht verübeln. Okay, ich soll den Körper hier durchsuchen. Oh mein Gott. Was? Ich soll mich verstecken? Okay, wo? Nur wo? Moment. Da kommt auf jeden Fall jetzt gerade etwas. Kann ich nicht hier irgendwie hier reingehen in so eine Kiste? Was? Da kann ich ja sogar sprechen. Ich glaube, wir gehen lieber nach oben, oder? Obwohl, ich will eigentlich hier vorne weiter lang machen. Okay, jetzt kann ich in die Kiste. Sehr schön. Oder in die Truhe. Das trifft's wohl eher. Okay, er kommt immer näher. Wir müssen jetzt schön warten, bis er dann hier vorbeigelaufen ist. Okay, es wird leiser. Wow! Oder auch nicht. Oh nein, er kommt hierher. Nein. Nicht hier reingucken. Danke. Was macht er da drüben? Der geht jetzt nach oben, oder? Ich glaube, der geht nach oben. Nee, der kommt hier wieder dran vorbei. Nein. Oh nein, 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 nein.
Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Geh jetzt bitte endlich weiter. Ja, nun geht er natürlich genau in die Richtung, wo wir dann auch lang gehen wollen. Das ist halt überhaupt nicht gut. Okay. Wir können dann jetzt noch draußen. Los. I need to find Mom right now. Gut. Was ist das denn hier unten? Das ganze Gefängnis. Und was haben wir hier? What the hell is going on here? Wir haben hier eine Notiz. Was steht denn da drin? Was für ein Samen? Von was für einem Samen ist hier die Rede? Auf jeden Fall tut er deswegen wahrscheinlich hier die ganzen Leute töten, so wie es aussieht. Moment mal, kann ich mal hier oben rausgucken? Nee. Okay. Und ich weiß, es würde wahrscheinlich wenig bringen. Aber ich würde hier irgendwas mitnehmen zum Zuschlagen oder so wenigstens. Wenigstens irgendwas, auch wenn es vielleicht nicht viel bringen würde gegen ihn. Ich würde aber wirklich irgendwas einfach mitnehmen. Einfach, wenn ich irgendwas habe, zum vielleicht draufhauen. So. Gut, jetzt gehe ich noch hier eins zurück. Was haben wir denn jetzt hier noch für eine Notiz? Die möchte ich mal noch fix mitlesen. Ah nein, die kennen wir schon. Die Notiz kennen wir schon. Okay, interessant. Gehen wir mal weiter. Was hat denn der hier? Da hängt was oben drin. Kann ich das vielleicht rausziehen? Okay. Kann ich nicht, aber ich habe zwei Sachen gefunden. Unter anderem eine Sicherung. What the fuck? How is this even possible? Where am I? Is this a ship? Und wo bin ich jetzt hier gerade? Warum bin ich jetzt auf einmal auf einem Schiff? Das muss mit diesem Gott zusammenhängen. Okay, eine Waffe. Und hier ist ein Symbol. Aber da fehlen scheinbar Teile. The Spanish conquistador Hernan Cortes emerged from the vast seas and received a warm welcome upon encountering the Aztecs. Nevertheless, ominous signs in Emperor Montezuma's divinations revealed that war was inevitable. Ja, vielleicht brauche ich jetzt noch mehr davon. Und dann muss ich die wahrscheinlich irgendwie zusammenpuzzeln. The Spanish weapons were unlike anything the Aztecs had ever seen before. Amidst infighting and treachery among the Aztecs, war broke out. The superiority of the Spanish rifles bested the obsidian blades of the Aztecs. I think I'm losing my mind. Screams echoed down the streets of Tenochtitlan as Emperor Montezuma's fate was left to the Spanish. The Aztecs were conquered. However, amidst the chaos, a young chieftain by the name of Yedin sparked an uprising in defense of the honor of their people. Is any of this real? Please say this is just some horrible nightmare. It's happening again. This isn't a nightmare. At least you're still here. Okay. Wir sind jetzt wieder hier, aber wir haben jetzt diese Waffe hier mit dabei. Die haben wir mit aus dieser, ich nenne sie mal Traumwelt, jetzt mit hierher genommen. Wow. Moment mal, kann ich hier was anschalten?
Nein, hier kann ich nichts dran machen. Blub. Sorry. Der ist jetzt auf jeden Fall einen Kopf kürzer. Was haben wir denn hier? Da kann ich auch nicht mit interagieren. So, kann ich aber vielleicht jetzt hier irgendwas machen? An dem seinen Körper? Oder seinen Kopf? Nein? Auch nicht. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Oh! Schon das? Egal, was das war. Wir werden es gleich begegnen. Erneut. So viel ist hundertprozentig sicher. Aber nun gut, ich habe jetzt diese schicke Waffe hier bei mir. Versorge den Aufzug mit Strom, alles klar. Das machen wir dann jetzt einmal. Ich habe ja hier solche Sicherungen gefunden, die kommen dann jetzt hier rein. Ich hoffe, ich habe da jetzt schon alle. Zwei Stück sind drin. Jetzt kommt noch eine dritte rein. Und es fehlt noch eine. Entweder habe ich die jetzt irgendwo hier hinten übersehen, in dem Gebiet, wo wir hergekommen sind, oder die liegt hier irgendwo. Die letzte, das kann auch sein. Hier ist dann wohl so ein Aufzug. Den müssen wir dann nehmen. Und dann schauen wir uns jetzt einmal hier um. Was ist denn hier drin? Ui, das sieht aber lecker aus. Das esse ich heute zum Abendessen. Lecker. Schön in die Pfanne schmeißen und ein bisschen grillen. Schön das Ganze hier dann brutzeln lassen. Noch ein bisschen Olivenöl drüber und dann schmeckt das. Noch ein bisschen Salz, Pfeffer drauf und nom 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 nom. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist die letzte Sicherung. Sehr schön. Jawohl. Jetzt einmal das hier einsetzen und dann hier anschalten das Ganze. Perfekt. So, geschafft. Jetzt gehen wir schnell hier rüber. Rufen hier den Aufzug. Dann geht's nach oben. Und ich muss sagen, diese Waffe hier, die wir in der Hand halten, die hat rein optisch etwas. Also die sieht schon echt cool aus. Und das muss ich jetzt wirklich auch schon mal sagen. Dieses Spiel hier wirkt verdammt interessant. Okay, ich soll diesen Mechanismus hier irgendwie reparieren. Ich brauche da hier ein Werkzeug. Jetzt als nächstes. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das hier irgendwo. Oh, oh. Shit, that thing must have heard the noise. Okay, wir bekommen gleich Besuch, so wie es aussieht. So, ich mache mal lieber mein Licht aus. Und hier muss jetzt irgendein Werkzeug geben. Jawohl, hier. Jetzt schnell hier ran. Und was ich eben sagen wollte, jedenfalls dieses Spiel wirkt halt jetzt schon so interessant und also Vollversion wird von mir definitiv gekauft, das kann ich jetzt schon mal so sagen. Ja, ich finde dieses Spiel hat mich absolut jetzt schon überzeugt, nach wenigen Minuten. Ich finde das sehr interessant mit dem Aztekengott und so weiter, ja. Ich finde sowas sehr, sehr interessant. Ich musste auch direkt an eine Metalband denken, die ich ganz gerne höre. Die haben auch sowas als Thematik, so Zeug. So. Und jetzt kurbeln wir mal das Ganze hier. So, jetzt geht's einmal hier rein. Okay, hier kann man speichern. Und ich finde auf jeden Fall die Grundidee von dem Spiel echt top hier. Ja. Und die Grundhandlung auch hier.
Die Story interessiert mich nämlich jetzt gerade ja schon. Deswegen, ja, steht für mich dann Kauf von der Vollversion jetzt schon fest. Also ihr könnt euch da definitiv freuen auf die Vollversion dann hier auf meinem Kanal, sobald die rauskommt. Und hier könnte ich mich verstecken, das ist gut zu wissen, falls hier irgendwas gleich kommen sollte. Okay, hier oben geht es nicht weiter, der Weg ist versperrt. Ja, und dieser Raum hier ist ganz schön groß. Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht allein. Aber hey, ich meine, wir haben immerhin eine Schusswaffe jetzt gerade hier. Ja, und Kugeln haben wir auch dazu. Und was man aber auch ganz klar sagen muss, ja, testen will ich die eigentlich erst gar nicht. Ja, ich weiß nicht, wie stark die was gegen unseren Aztekenfreund bringt. Aber da das ja auch immer noch eine Demo ist, würde ich die Waffe schon eigentlich mal testen wollen. Ja. In der Vollversion wäre ich dann natürlich sparsamer mit der. Und hier vorne ist diese Tür leicht offen. Wir gehen mal hier hindurch. Ja, mir gefällt hier die Inneneinrichtung. Ich muss da gerade direkt zurückdenken an einen Urlaub von mir von vor einigen Jahren. Oh! So. Okay, hier ist wieder eine Versteckmöglichkeit. Boah, hier wird doch 100 Pro gleich der Auftauchen. 100 Pro. Und von wem ist das ganze Zeug hier? Das ist eine gute Frage, wie ich finde. Das ist eine ziemlich gute Frage. Und was mir gerade auffällt, hier gibt es auf jeden Fall echt oft diese Speicherorte. Hier muss ich wohl hoch. Nein, ich kann hier nicht die Treppe hochgehen, okay. Halt, was liegt denn hier noch auf dem Tisch? Kann ich hier irgendwas mir mal anschauen? Nein. Leider nicht. Ich hätte gerne mal in die Notizen hier reingeschaut. Was sehe ich denn hier? Moment mal. Oh, da oben hängt einer. Ja. Dann schätze ich mal, ist das der. Der hier diese ganzen Sachen nachgeforscht hat und so weiter. Das ist da, denke ich, bestimmt wie so eine Art Forscher gewesen, ja. Und er wollte mehr über diesen Aztekengott und so weiter rausfinden, denke ich. Das wäre jetzt so meine Vermutung hier. Aber wissen tue ich es natürlich nicht hundertprozentig und hier brauchen wir einen Schlüssel. So, den Körper hier einmal durchsuchen. Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, den Schlüssel hat bestimmt der eine Körper, der eben dort oben dran hängt. Vielleicht muss ich den runterschießen oder so. Kann ja sein. Ui, hier haben wir eine Klinge. Oh oh. Das hat sich nicht gut angehört. So, was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir Zeichnungen drin. Ja. Wir blättern mal hier ein bisschen durch. Was steht denn hier? Okay, es geht hier um ein Ritual mit dieser Obsidian-Klinge. Und was haben wir denn hier?
Okay, hier kann ich mich verstecken. Aber das wollen wir jetzt nicht. So, ich würde jetzt eigentlich sehr gerne mal hier hoch machen wollen. Aber das geht ja hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach mal einen Schuss jetzt verbrauchen soll. Weil das wäre ja dann wahrscheinlich auch laut. Wir wollen ja nicht unbedingt was hierher locken. Ja, okay. Das klappt nicht. Und meine Güte, dieser Schuss. Das sah schon richtig gut aus mit diesem explosiven Geschoss. Aber gebracht hat es auf jeden Fall nichts. Ah, Moment. Nochmal ganz fix hier ins Buch reingehen. Okay, alles klar. In dem Buch ist der Schlüssel drin. Und mir gefallen diese Bilder, die hier drin sind. Die gefallen mir richtig gut, muss ich mal so am Rande hier gestehen. Diese Zeichnungen haben was. So rein von der Optik her. Es hat halt alles so einen okkulten Touch und so weiter. Und das ist halt so ein schönes Zeug, was ich auch mag, ja. Wenn ich diese Zeichnungen so sehe von der Art her, ja, wie die aussehen, erinnert mich das alles so ein bisschen an so okkulte Dinge. Ich muss da nämlich auch gerade an so okkulte Zeichnungen und Gemälde denken, ja, wenn ich das so sehe. Okay, und er kennt unseren Namen. Aber nun gut, das ist ein Gott. Der weiß bestimmt alles. Oder er kennt den Namen halt wegen unserer Mutter von vorhin. Das kann natürlich auch sein. Ja. Fuck! Was geht jetzt hier ab? Wo bin ich? Okay. Ein Samen. What the hell is this thing? I wonder what the syringe is. Begib dich zu den weißen Punkten, die auf den Samen angezeigt werden. Samen ausrüsten. Okay, was? Der Göttersamen ist eine Art Radar. Okay, ah, okay, verstehe, verstehe. Ich muss zu diesen weißen Punkten hin, der gelbe bin ich. Und was Rotes dort drauf ist dann unser böser Aztekengott. Verstehe. Dark clouds shrouded the city of Tenochtitlan as the Aztecs, led by Yedin, engaged in a futile war against the Spanish, facing inevitable defeat. Yedin's resistance had failed. I hope I don't end up like Yedin. Okay, wir brauchen noch mehr von diesen Dingern. Hier ist noch eins. Moment. After months of torment, imprisoned by the Spanish, Yedin managed to escape and return to the city, finding only its great temple still standing. The centerpiece of this temple was a seed known as God's Gift. Yedin seized the seed from a temple chamber and climbed the many stairs to the temple's summit. They must be talking about the seed on my arm. Yedin slashed his hand with his obsidian blade, allowing his blood to trickle onto the seed. Thus, he prayed to the gods of Teotihuacan, the birthplace of the gods, for his own safety and that of his people. However, his prayers seemed to go unanswered, and he fell into despair. Suddenly,
A radiant light shone from within the temple, leaving Yeddin in disbelief. Blood and the seed. Maybe that's why there's a syringe. Was? Okay. Ich soll ihn jetzt niederschlagen. Wenn ich es schaffe, ihn niederzuschlagen, also zu überwältigen, dann schicke ich ihn ins Totenreich. Alles klar. Dann gucken wir mal, wie wir es angehen. Vielleicht am besten irgendwie von hinten anschleichen. Gehen mal langsam hier lang. Er muss dort ganz hinten am anderen Ende sein. Von diesem Flur. Wir gehen mal langsam hier weiter vor. Hier links entlang. Mich wundert, dass er so leise ist. Man hört halt überhaupt kein Geräusch von ihm. Okay, jetzt hört man was. Naja, und dort hinten wäre es jetzt schwierig, ja. Mit dem Ranschleichen. Ich denke, besser ist es, wenn ich hier auf ihn warte. Wir warten mal hier schön. Der wird jetzt hierher kommen. Jawohl. Hallo? Alter, nein! Ich hab gerade mich verdrückt mit den Tasten. Wow. Na super. Jetzt war er auf mich draufstampfen, oder? Ja. Oh, mein Gesicht. Ja, sowas tut ihn nie gut. Ich hätte ihn, glaube ich, nur noch ein zweites Mal abfeuern müssen. Das Problem ist, ich kam gerade aus der Hocke nicht hoch. Ja, ich hätte gerade nochmal C drücken müssen. Ich wollte nämlich eigentlich lossprinten. Das war eben eigentlich mein Plan. So, jetzt vor, jawohl, und das Messer nehmen. Nein! Ich war nicht bereit für so ein Quicktime-Event. Ach, wow. Ja, schwierig, schwierig, gerade hier mit den Tasten. So, gut, aber jetzt schaffen wir es. Alle guten Dinge sind drei. Komm ran. Mein Lieber. Da hinten kommt er. Da ist er. Doch mal die Waffe in die Hand. Jetzt. Los. Und zack. Hat geklappt mit der Taste. F. R. F. Jawohl. I think I defeated that thing. Now I can use the seed to help find my way around. Ja, das Ganze mit den Tasten war gerade nicht so einfach für mich, muss ich echt gestehen. Weil ich halt nicht so viel auf PC spiele. Ich glaube, mit Controller kann man das auch spielen, oder? Das habe ich gar nicht geguckt. Aber nun gut, so schlimm ist das jetzt auch nicht, dass ich jetzt gerade damit ein paar Probleme hatte. Ich muss aber jetzt gerade erstmal gucken hier, wegen dem Rätsel. Wie wir das hier lösen. Ich muss mich jetzt erstmal hier überall umschauen. Hier sind diese Symbole. Hier ist ein Fuß drauf, ein Vogel und das andere, was es darstellt, weiß ich nicht. So. Hier fehlen die Symbole dran hier unten. Ich müsste die hier vielleicht erstmal irgendwo finden. Die dort irgendwo rankommen.
Moment, da oben zeigt es mir so ein weißes Symbol an. Vielleicht finde ich dort das, was da dran muss. Dieses Fragezeichen ist hier irgendwie dahinter. Ah, dort geht's lang. Okay, ich sehe einen Weg. Oder kommen wir nicht von hier? Naja, hier kann man sich irgendwie schnell ein bisschen verlaufen. Muss ich ehrlich mal so gestehen. Okay. Sehr schön, jetzt haben wir so ein Aztekensymbol gefunden. Jetzt brauche ich das nächste. Ich brauche jetzt erstmal diese ganzen Symbole. Das nächste wäre wohl hier vorne. Dafür muss ich wohl nochmal runterfahren, kann das sein? Nee. Wie komme ich denn dann dorthin? Kann ich hier irgendwie das Ding nochmal aktivieren? Ne, sieht nicht danach aus. Gut, ich speichere jetzt aber lieber erstmal unseren Fortschritt hier ab. Perfekt. Und dann gehen wir mal weiter. Hier vorne wäre noch etwas. Ach nein, das ist dann dieser Raum mit diesen Kurbeln wieder. Ja. Gut, ich meine, ich kann ja das eine Ding erstmal hier einsetzen irgendwo. Das Violette. Ja, das kommt hier unten ran. So. Jetzt gucke ich mir nochmal die Bilder ganz kurz hier an. Ich meine, wir könnten das ja jetzt schon mal ausrichten, ein Stück. Was? Warum sterbe ich gerade? Was? Wo bin ich? Okay, was haben wir denn jetzt hier? Nimm die Opferhaut, okay. Nehmen wir sie mal mit. Okay. Ich habe sie jetzt mal ausgerüstet. Okay, und jetzt einfach durchlaufen, oder wie? Oder lieber noch ein bisschen langsamer laufen. Wir gehen jetzt einfach hier durch. Und hoffen, dass es klappt. Es klappt tatsächlich. Dann weiß ich nicht, wie weit ich mit dem Ding laufen soll. Halt, Moment. Schleiche dich von hinten an den Priester an. Kann ich den hier jetzt erstmal wegmachen? Wie hole ich denn jetzt die Obsidian-Klinge raus? Okay, gut. Dann lasse ich den jetzt hier einfach mal stehen. Dann probieren wir das jetzt mit dem hier vorne. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, okay, bei dem geht's. Hier steht eine Taste da. Sehr schön. Oh, was haben wir hier? Okay. Ich kann jetzt das Blut von dem mitnehmen. Und das ist doch unser großer Freund. Schnell, wir spritzen uns das hier. Oh, er ist wieder hier. Oh shit, I need to hide. When Sheba Dotek isn't around, the seed kills me too.